Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sterben komplett Dead by Daylight. Mit Dead by Doflight, Metal Becker. Hi. Bei Doflight. Ja. Oder Bucklight oder. Das haben wir schon das letzte genau, Mal. Genau, hatten wir ja schon, genau. Ja. Dead by Döner. Ja, du kannst eigentlich. Boah, ich krieg jetzt gerade voll Hunger auf den Döner, ne? Das ist voll schlimm. Aber nicht Döner in der Dose, ne? Nee, nicht Döner in der Dose. Ich hab das gesehen und dachte, das kann nicht schmecken, das Zeug. Luna Dong Dong. Okay. Was? Du. Luna Dong Dong, okay. Ja, was? Ja. DBB? Host Nike HD. You touch my ding ding dong. Ah, nee. Ghost? Ach, der ist Ghost. Ghost Nike, okay. Oh. DBB. Ghost Nike HD hat eine Freundschaftsfrage hinzugefügt mir. Der was? Survivor. Ja. Ich nehme das jetzt nicht an. Wenn erst nach der Runde, aber das ist halt der Überlebende hier, ne? Die Claudette hat geschickt. Okay. Claudette. Das ist Jake und auch das Fried. Es ist sogar ein Deutscher. Ein Deutscher. Dead by Daylight ist keine Single-Börse. Merkt euch das. Das habe ich ja letztens schon mal zu einem gesagt. Echt? Hast du ja. Das? Ja, der hatte mich auch geedet. Der hatte dann irgendwie, ach, ich weiß auch nicht mehr, was da wirklich war. Den habe ich das sogar auf die Pinnwand geschrieben gehabt. Aus Spaß. So. Weil er gleich meinte, ja, ich komme aus deiner Ecke, oh, und schön, ne? Weil er auch Profilschleicher war, ne? Ja, ja, den habe ich dann auch blockiert, das war mir dann so, ne? Ich habe kein Problem, neue Leute anzunehmen, ne? Aber. So nicht. So, nee, nein, ganz ehrlich nicht. Da kann ich drauf verzichten, ganz ehrlich. Naja, so ist das. Ja. Weißt du, was für ein Killer ich seit langem nicht mehr gesehen habe? Michael Myers. Oh, sag's nicht, dann kommt der. Ah! Aus. Was denn? Nein. Hä? Was? Der Spanner, hör auf. Der Spanner nach dem Waldbrand, er glüht noch. Hey, aber hier, du hast deine Karte. Das ist sogar seine Karte, ja, ich wollte gerade sagen. Du musst hexen, ne? Oh, jetzt müsst ihr kommen, ich würde so feiern. Metal macht hier Hexenwerk. Hallo Auto. Tschüss Auto. Ach, hier ist ja gar kein Gen drin. Grüner Werkzeugkasten. Nice. Oh, ich bin auf der Straße. Schnell weg hier. Den hebe ich mir auf. Wenn ich jetzt zuerst bespannert werde, ne? Dann fange ich an zu weinen. Ich werde so lachen. Weil ich bespannert werde? Hallo? Nein! Wie schaden wo bist du denn? Nein. Also Leute, das habt ihr doch alle gerade auch so verstanden, oder? Nein, ich hoffe es nicht. Nein, ich würde es feiern. Da ist ein Totem. Ich will das Totem kaputt machen. Das ist zwar nur ein normales, aber ich würde es trotzdem kaputt machen. Der mich geedit hat, hat schon gleich einen Klatscher gekriegt. Ich knote das Ding jetzt trotzdem mehr auseinander. 600 Punkte haben oder nicht haben, ne? Die können am Ende entscheidend sein. Was denn? Was? Wenn du uns suchst, wir sehen Michael Myers Haus. Ich hab keine Ahnung, wo ich das ist. Das ist der Kürbiskopf. Okay, jetzt fertig. Der mürmende Präsenz. Es könnte ein Trappy sein. Es ist eine Hexe. Okay. Ich bin oben im Haus in einem. An einem Gen. Narrator. Boah Gott! Holy moly! Oh, ich hab mal die 150 Punkte gekriegt, nicht nur 50.
Der Dwight ist auf dem Weg zum blauen Haus. Ich weiß nicht, in welchem Haus ich drin sitze. Das ist doof. Ich glaube, das ist ein beiges. Oder? Ich bin auf jeden Fall drüben auf einer anderen Straßenseite drüben gewesen. Von euch. Ja. Ach, der ist unten. Nee, der, ich bin da drüben auf einer anderen Seite. Ah, okay, dann passt es. Mein Generator ist auch gleich fertig. Und ich bin in der Nähe. Aber Hexe mit zermürbender Präsenz. Gut. Vielleicht falsch ausgewählt. Nein, sie wird zu mir kommen. Abfuck. Nein. Ich habe auf den knallen lassen, weil ich mich gerade nicht konzentriert habe. Auf jeden Fall legt sie schon fallen vor dem Survivor. Ja, soll sie doch. Dann habe ich wenigstens so ein bisschen Zeit, den Generator fertig zu machen. Guck mir gerade das Spektakel an. Ja, wenn du unten in der Ecke bist. Ja, ich bin bei, ja bei dem. Stöhn doch nicht so. Aber ich finde, die Karten sind mittlerweile ziemlich dunkel geworden, oder kommt nur mir das so vor? Ihr campt. Ja, okay, gut. Brauche ich mir da gar keine Mühe machen, rüberzukommen. Okay, die schlampige Schlachter. Metal, ich bin drüben auf der anderen Seite, genau da, wo der hängt, also einmal geradeaus rüber, ne? Am Generator. Ah. Dammit. Oh, okay, unser Luna Dong Dong hat sich verfehlt. Ja, was willst du machen, ne? Ja, was ist wenn die campt? Oh wow, die hat mich fallen lassen. Weil er die andere gesehen hat. Das ist er. Kannst du dich selbst heilen? Hä, würde ich ja gern, aber. Hä, jetzt lässt sie dich liegen, nimmt die auf. Ja, sie hat den anderen gesehen. Wenn du willst, kannst du dich holen. Oh, mein Generator ist gleich fertig. Ich werde erst mal kurz drauf scheißen, tatsächlich. Oder? Das wird voll knapp. Ich könnte jetzt auch such die Luke, aber. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Sie kommt. Wo ist die Alte? Geht sie runter? Die ist gerade weg. Du kannst jetzt holen. Lauf. Wusste ich jetzt. Sie wieder hinter dir direkt her. Hey, ich bin, ich komme glaube ich weg. Oh, ich wollte gerade sagen, du bist nicht tot. Nein, das ist der andere da. Oh, das ist hier eine gute Hexe, ne? Oh. Jetzt hat sie den natürlich bekommen, den sie haben wollte. Mein nächster Generator ist fertig. Hä? Ich versuche hier irgendwie immer noch alles zu retten gerade. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Ne? Das ist ja gerade das Problem. Deshalb würde ich dich heilen. Ich kann mich gerade selbst halten, ich habe einen Sandy-Kasten dabei. Okay, sehr schön. Obwohl, ich hätte gerne die Punkte gehabt, ne? Ja, also. Du hast ja schon die Rettungspunkte bekommen. Ja. Und zwei Generatorenpunkte. Zwei Generatoren fehlen. Okay. Ich bin gerade am überlegen, in welchen Häusern noch Generatoren drin sind. Michael Myers Haus haben wir schon, also. Ja, hier drüben auf der Seite habe ich das eine Haus halt auch schon, ne?
Das Gute ist, wenn du schleichst, sehen die dich meistens wirklich nicht. Schau mich auch immer um, die Katze ist echt Gold wert, ne? Ich habe hier wieder so ein. Sie ist hier. Oh, ganz knapp. Okay, nehmen wir mal. Entschuldigung! Kein Problem. Ich mach alle taub. Lass mich in Ruhe, du alte Grabbeloma. Nein, sie hat mich flachgelegt. Oh, die hat eiserner Griff. Ey, wie ekelhaft ist das denn? Schön, mich Schlachter, eiserner Griff. Wenn die kämpft, suchst du bitte die Luke, ja? Ja. Sie stellt hier Fallen auf. Rechts, links von mir. Ich seh's, ja, ich seh alles. Vorne wahrscheinlich auch noch oder hinter mir irgendwo. Nein, sie geht, sie geht, sie geht, sie geht. Sie sieht dich, glaube ich, Metal. Nee, die hat den Gänsehauen. Sie bleibt. Sie geht, sie geht. Hol mich! Ich sehe sie nicht. Die Greifarme kommen jetzt nämlich schon. Ich kann da nicht schneller. Ich weiß. Auf dem Weg zur Formel gewartet. Hat doch gewartet. Die wollte mich gerade ducken. Soll ich. Lass mich dich heilen. Wo bist du? Da, wo die Hexe ist. Such die Luke, Metal. Keine Aktion jetzt mehr, such die Luke. Nein, sie kommt jetzt zu dir. Sie lässt mich liegen. Sie versucht mich jetzt wahrscheinlich als Lockmittel zu nehmen. Metal, sie kommt. Nein, sie geht, sie kommt, sie geht, ja, sie kommt. Ja, ich sehe sie. Ja, die eiert jetzt halt hier wirklich rum, ne, wo ich halt bin. Ich heile mich aber sobald notfalls schon hoch, ne? Also, die Mori oder sowas hat jetzt zum Glück ja nicht dabei. Aber die geht auch wirklich richtig weit geradeaus, ne? Die kriegst durch den Wiggle noch nicht mal vom Weg ab. Ansonsten such jetzt wirklich die Luke, Metal. Ist okay. Such die Luke. Ja, die ist jetzt bei dir wieder fallen, ne? Ja, natürlich. Hinter mir und ich glaube vor mir hat sie eine gesetzt. Sie setzt jetzt alles voll. Sie ist jetzt in deine Richtung rübergelaufen, also so ums Haus rum, das Beige, wo ich hänge. Ich habe die Luke gefunden. Ich lass los. Ja, lass los. So machen wir das nämlich, damit der andere wenigstens überlebt. Immer noch mal 300 Zusatzpunkte für mich. Oh nein, hat sie dich jetzt gefunden? Kannst du abhauen? Oh, bist du raus? Ja. Was für ein Glück. Oh, das war jetzt richtig gut. Und knapp wahrscheinlich ja auch, ne? Du warst auch. Oh, 6000 Punkte. Verliere ich jetzt, habe ich einen Pip. Nee, gerade so gesaved. Oh, zum Glück. Ich auch, aber. Ja, mir ist das egal, solange wie es wenigstens gesaved ist, ne? Aber die war echt gut, ey. Das muss ich echt sagen, ne? Als Hexe? Also, ich kann mit der nicht umgehen, sowieso. Ich glaube, es gibt keinen Killer, mit dem ich umgehen kann. Aktuell. Kirsche hat die dabei gehabt, doch. Ach du. Ach, jetzt habe ich gerade gar nicht geguckt, was die dabei hatte. Ich bin jetzt nämlich schon in der Lobby. Also, zurück. Also ich habe ja schon gesagt, zum Präsenz, also Griff, schon mich der Schlachter und letzte Perk war Pirscher. Krass. Ja, okay, ja gut. Ist doch wohl ein gutes, ziemlich gutes Setting für die, oder? Eigentlich. Ja. Aber wahrscheinlich noch ausbaufähig, ne? Da könnte man den einen oder anderen noch austauschen.
Ja, aber es ist halt immer noch die Sache, ne? Mit welchen Perks kommt die Person besser klar, ne? Richtig. Es ist halt immer... Ja. Immer individuell gestaltbar. Richtig. Den was Perk, den ich nicht mag, das ist Barbecue und Chili. Entschuldigung, dass ich gerade ins Wort falle. Kein Problem. Okay. Bei der Hexe habe ich es halt so, bei mir, was ich aktuell bei der Hexe spiele, ist Thanatophobia, halt für Generator-Slowdown. Ja. Ne, dass sie nicht so schnell Dance machen. Das ersetzt praktisch bei mir das Fluch Ruin. Mhm. Ich könnte es mitnehmen, aber ich habe es leider erst auf 1. Oh. Leider. Ja. So. Dann habe ich Fluch aufgezerrte Hoffnung. Ja. Das ist halt sehr spaßig. Mit dem Mori, also mit dem gratis Mori, aber da muss der Totem-Spot halt gut sein. Ja, das glaube ich. Dann Nurse Calling und Barbecue und Chili. Barbecue und Chili, ey, das ist wirklich mein absoluter Hass-Perk beim Killer, ey. Also, ich find's geil. Also, ja, der ist einfach für einen Killer, aber für einen Überlebenden ist es halt böse. Also, ich mag ihn nicht. Okay. Als Killer würde ich aber wahrscheinlich auch damit spielen. Okay. Ja, das Ding ist halt, die Survivor müssen halt in den Terrorradius sein, dass der Killer den überhaupt nicht sieht. Ja, das Problem bei mir ist, ich bin immer in diesen Radius drin. Das heißt, mich sieht er grundsätzlich. Deswegen, nee. Nein. Beim Barbecue und Chili, wenn du außerhalb von Terrorradius bist, dann sieht er dich erst recht. Ach so. Und sobald du im Terrorradius bist, weil... Sieht er dich nicht. Richtig. Also immer im Terrorradius sein. Aber ich bin immer draußen, okay. Richtig. Und das Ding ist halt, es gibt immer welche, die sehen nach, wie viel Survivor er sieht. Mhm. Und wenn er nur Beispiel 2 sieht und der eine ist im Terrorradius, dann weiß er, aha, der ist irgendwo in der Nähe. Ja. Gibt's auch welche. Also so als Freddy habe ich dabei Einheiten auf 3, Blutwächter Einheizen. Auf 2, ja, Einheizen, danke, ja. Blutwächter ja. auf 2, Geflüster ja. auf 2 und verbittertes Gemurmel auf 2. Aber das Gemurmel und Geflüster ist wahrscheinlich ein bisschen doof, ne? Geflüster. Ah, ne, das ist anderes mit den Ausgangstoren. Verbittertes Gemurmel. Die sind 7 Sekunden länger. Gemurmel würde ich da jetzt nicht nehmen. Ja, ich muss da irgendwann nochmal durchgucken, aber ich spiele aktuell sowieso lieber. Überleben. Also, Freddy spiele ich halt mit Thanatophobia, vergiss mal nicht. Blutwächter und dann halt der absolute Hass-Perk von den Survivors ist nöt. Also. Oh. Ja, der geht auch überhaupt nicht. Ja. Außer du hast welche Survivor, die machen alle Toten. Ja. Dann bist du gearscht. Natürlich. Ja. Gibt's auch oft genug. Okay, wir beenden jetzt hier die Folge. Ja, richtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.